Hallo in die Runde. Ich habe so viel für euch recherchiert zum Thema Foilflakes, also hier die diese, ja, ich sag jetzt mal Folienflocken, die es eigentlich überall zu kaufen gibt, nicht nur beim Action, sondern auch beim Teddy, beim Woolworth meine ich auch, beim Teddy auf jeden Fall, gibt es aber auch dann von namhaften Firmen. Ja, gibt es eigentlich überall. Ich habe ganz viel recherchiert. Wir werden dazu ein mega geniales Video machen, aber nicht jetzt, weil ich verrate euch was. Ich fahre gleich in Urlaub. Und deswegen hatte ich ein bisschen Stress, aber ich war noch mal beim Action und habe etwas gekauft. Und zwar einmal dieses Washi-Tape. Ich zeige euch das Foto. Dann versuche ich den Intelligenztest zu bestehen, wie man das am sinnvollsten aufmacht. Und verweigere mich diesem Test, glaube ich. Ja, ich sage doch, ich verweigere mich. Na gut, ich nehme eine Schere. Das meinte ich mit verweigern. Und fand diese Washi-Tapes unheimlich schön. Und da ich eure Reaktion so spannend fand, dass ihr die Technik mit Papierresten und Washi-Tapes so toll fand, ist das nicht schön? Es sind einmal ja einfach so Flecken, Kreise, einmal Luftballons und einmal Geschenke. Und ich dachte mir, wir werden heute eine Grußkarte basteln. Einfach ganz simpel mit Papierresten nochmal und diesen neu entworfenen Washi-Tapes. Ich schneide mir einmal einen Kartenrolling zu. Ach, der ist sogar schon auf 9,9 mal. Müsste ja dann 14,2 sein, ne? Dann schneide ich es mir einfach mal auf 14,2. Und dann ist auf beiden Seiten 6 mm weg von DIN A6, dann passt das wieder. Und was ich noch gekauft habe, und wir schauen jetzt gleich mal, ob wir sie zum Einsatz bringen, sind neue Sticker. Die sind beim Geschenkpapier gewesen, bei meinem Action. Und auch da zeige ich gerade mal das Foto. Und die fand ich süß. Es gab in meinem Action zwei Varianten: einmal Herzchen und einmal diese runden. Naja, und selbst wenn ich euch vorher die Sticker nicht gezeigt hätte, hätten diejenigen, die meinen Kanal häufiger schauen, gewusst, wonach ich greifen würde. Wir gucken uns die mal einmal gerade an. Also es gibt mindestens 6 Motive. Es gibt 150 Sticker und teilweise eben auch mit glänzendem. Es gibt aber mehr als 6 verschiedene. Also wir haben ein Happy Birthday, ein Enjoy, ein Geschenk. Deswegen passt das relativ gut auch zu dem anderen. Dann halt, ne? Ich glaube, ich muss es nicht beschreiben. Ab da fängt es wieder an, würde ich sagen. Ja. Das heißt, wir haben 2, 4, 6, 7 verschiedene. Jetzt könnt ihr euch selbst ausrechnen bei 150 Stickern, welchen es wie häufig gibt. Das werde ich jetzt nicht machen. Ihr habt auf jeden Fall reichlich Auswahl. Ich hole jetzt tatsächlich meine Restpapierkiste, weil ich habe das sehr, sehr ernst gemeint, dass wir heute mit Resten arbeiten. Letztes Mal habe ich ja gar nicht Reste genommen, sondern die Blöcke vom Action. Und ich bin ja immer ein großer Fan davon, tatsächlich jeden Papierschnipsel noch aufzubrauchen, denn davon haben wir ja wahrscheinlich alle viele. Guck mal, hier habe ich schon von den letzten Basteleien was rumliegen. Das können wir auch nehmen. Unter Umständen habt ihr die Videos noch gar nicht gesehen, weil ich momentan nicht so ganz hinterhergekommen bin. Wobei das Video habt ihr auf jeden Fall gesehen. Bei dem weiß ich es gerade nicht. Es grüßt euch mal so lange mein Rochen und ich hole die Kiste. Und zwar habe ich ja eine Kiste, so eine DIN A4-Schublade mit Papierresten, die kleiner sind als A6 und schmaler sind als A6. Also wirklich Papierreste. Und jetzt gucken wir mal, weil es sollte ja zu den Washis passen, sonst müsste ich andere. Oh, das sieht aber schon jetzt gut aus. Das ist mir zu grell. Den Rest kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Das ist mir auch zu grell.
das wiederum passt. Ihr erkennt vielleicht die ein oder andere Karte wieder. Warum nicht? Und ich glaube, das reicht schon fast. Ich habe ja sogar noch einen Kreis. Was haben wir hier noch? Das ist doch ganz harmlos. Ich hätte eigentlich ganz gern noch so ein paar Kreuz- und Querreste. Aber wir testen jetzt einfach mal. Wir starten nämlich mal wirklich mit einem Kreuz- und Querrest. Nämlich diesem hier. Und der hat einen rechten Winkel. Und das finde ich schon ziemlich genial. Muss man gerade einmal schauen, welchen Kleber ich nehme, der dann auch hoffentlich funktioniert, weil nicht verstopft. Sehr gut. Und das klebe ich jetzt einfach dorthin. Dadurch bestimme ich jetzt auch die Richtung, weil das Muster hat eine Richtung. Und jetzt hätte man diskutieren können nach dem Motto, das hättest du doch gar nicht festkleben brauchen, denn jetzt kommen hier die Washis zum Einsatz. Ich mache einfach mal wild. Bin mir noch gar nicht sicher, ob es funktioniert. Aber ihr wisst ja, Versuch macht klug. So, dann würde ich jetzt hiermit weitermachen. Achso, das klappe ich um die Ecke. Dann würde ich hiermit weitermachen und ich muss mich ja jetzt orientieren an dem Vorhandenen. Damit ich hier oben nicht so eine blöde Ecke habe, hier hätte ich jetzt, wenn ich diese Spitze so schiebe, dass ich hier nichts Weißes mehr habe, habe ich hier so eine winzige Ecke. Deswegen nehme ich das Papier so. Und ich zeige euch das nochmal. Ich lege es hier an und schiebe es jetzt so lang hier rüber, bis hier nichts Weißes mehr zu sehen ist. Das ist die Idee dahinter. Und klebe auf. Also ich schiebe. Also ich war gefragt worden, mit welchem Klebern ich arbeite. Das ist jetzt wieder der Tacky Glue. Ich habe aber nachgekauft den All Purpose. Habe ich denn noch hier eine Flasche? Nee, habe ich nämlich genau nicht. Hole ich mal gerade und zeige euch auch das Foto. Und tatsächlich arbeite ich inzwischen lieber mit dem. Am Anfang war ich ganz begeistert von dem. Aber hier komme ich irgendwie sogar noch besser mit klar. Ihr müsst das einfach für euch ausprobieren. Ihr kriegt das dann schon raus. So. Ich überlege gerade, ob ich irgendwas hier beachte mit gerade abschneiden oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, ich würde das einfach... Möchte ich es drunter verstecken? Möchte ich es gerade abschneiden? Ja, ich glaube, ich möchte es verstecken. Habe ich gerade keine Lust. Also schneide ich, eigentlich müsste es ein rechter Winkel sein, es ist ein niegelnagelneues Band. Das heißt, ich muss es lediglich positionieren. Wenn es dann so ein bisschen überlappt oder absteht, dann ist das Upe. Ach so, stopp, und das andere könnte ich darunter verstecken. Dann kann ich euch nämlich auch zeigen, was ich meine mit darunter verstecken. Ich klebe nämlich dann einfach hier hin und klebe das da drüber. So, dann geht es weiter. Das hat man gesagt, ist zu krass. Wo habe ich die Kiste? Da habe ich die Kiste. Das war auch zu krass. Und wir machen weiter mit, also groß, haben wir noch ein kleineres? Wir wollen ja schließlich mit Resten arbeiten. Guck mal, wie lustig. Das machen wir. So, und wenn jetzt mal irgendwas nicht 100% passen sollte, dann klebt es einfach über das Washi drüber. Also wenn es, man hat ja nicht immer rechte Winkel. Na, dann klebe ich das jetzt einfach, ich demonstriere das mal. Ich mache es jetzt mal extra ein bisschen schief. Ne, dann ist halt da das Washi-Tape schmaler oder was auch immer. Und dann passt das auch. So, packe ich jetzt immer Washi-Tape hin? Ach, warum nicht? Dann habe ich dadurch
komm, machen wir. Ich bin mir noch gar nicht ganz sicher, ob es notwendig, sinnvoll ist. Und da könnt ihr halt variieren, wie ihr es möchtet. Ich hätte jetzt auch direkt das Papier hier hinkleben können. Aber ich glaube, ich mag das ganz gern, dass ich dieses Washi-Tape quasi immer wieder als quasi Wiederholung, Trenner benutze. Ich glaube, ich schneide mal, dann habe ich den rechten Winkel. Jetzt hier die Frage, ob ich hier auch noch mache. Komm, ich mach mal. Wie gesagt, dass man wirklich halt diese Wiederholung hat. Und ihr schafft damit meines Erachtens rechte Winkel. Keine Ahnung, kann auch. Muss nicht sein. Ich klebe das jetzt bis hier unten hin. Und lass es mal überlappen und guck mir mal hinterher, ob mir das gefällt, dass man ja hier sieht. Aber man darf ja sehen, dass es Washi-Tape ist. Warum nicht? So. Und jetzt hängt es halt davon ab, wie groß eure Papierreste sind. Hiermit löse ich ja quasi alle Probleme. Wir nehmen das jetzt mal nicht nochmal, weil es eine Doppelung bedeuten würde. Gefällt mir das? Eigentlich ist das alles echt Hupe. Komm, wir nehmen das. Da ich jetzt nicht aufgepasst habe, wie ich es anlegen muss, damit also das Überlappende nicht eingekleistert ist, habe ich jetzt einfach meine Backmatte. Das ist tatsächlich eine Silikonunterlage, mit der man backen soll. Mit der kann man aber fantastisch auch solche Bastelgeschichten machen. Achso, ich mache es so. Ich sehe jetzt hierzu, dass ich hier oben nichts Weißes erschaffe. Und ich blende euch mal gerade die Backmatte ein, dann seht ihr auch den Preis. Und jetzt habe ich hier so einen verrückten Winkel. Und da denke ich mal kurz darüber nach, ob ich nicht hier mal einmal grob abschneide. Und das mal direkt schamlos anklebe. Tada! Komm, blau hatten wir lange nicht. Dann nehmen wir jetzt blau. Ihr seht, ich bin noch so ein bisschen zögere immer, ob ich dann sowas nehme, mache ich nicht. So, jetzt gucken wir, was haben wir denn noch für Reste? Schön finde ich, die nehme ich alle. Passt auf, ich habe eine Idee. Wir nehmen hier das so. Ich schneide hier lediglich, dass ich eine gerade Kante habe. Guckt mal, das ist doch perfekt. Jetzt trage ich einfach mal hier Kleber auf. Und kann wieder das so schieben, dass halt keine weiße Stelle zu sehen ist. Da habe ich offensichtlich keinen Kleber aufgetragen, aber das ist ja auch egal, weil wir arbeiten ja sowieso mit Washi-Tape. Jetzt lasse ich schon aus dem Grund überlappen, damit ich überhaupt... Und jetzt ist die Überlegung, ob ich dafür wirklich das Papierchen hier anschneide. Mache ich. Bleibt immer noch genug übrig, wenn ich das abschneide. Und das schiebe ich jetzt wieder so, dass nichts Weißes mehr zu sehen ist. Hi. Patchwork-Karte der besonderen Art. Ich finde es cool. Wir schauen jetzt mal einmal, ob uns da ein Sticker gefallen würde. Würde mir sogar tatsächlich. Wir nehmen direkt das Happy Birthday. Und damit das Ganze edler, schöner, wie auch immer wirkt, kleben wir es
auf, dunkel. Ich messe erstmal aus, wie breit das ist. Dafür nutze ich meine Unterlage. Der hat etwas mehr als 4 cm, 4, krumm. Und suche mir einen Stanzer raus, der 4,4 oder 4,5 cm hat. Da stand mal drauf, wie viel Zentimeter, das konnte ich nicht mehr lesen, aber ich habe das dann einfach hier mal drüber gehalten und siehe da, das sieht doch recht passend aus. Jetzt bin ich gerade etwas unsicher, ob das der Stanzer war, der dünnes Papier nicht mochte. Ich gehe jetzt einfach mal auf Nummer sicher und nehme zwei dünne Papiere zusammen. Dann habe ich quasi ein dickes, stanze das einmal aus und gucke jetzt mal, ob ich den darauf rund platziert bekomme, sodass es einen Rand hat. Ja, cool. Das gefällt mir doch schon sehr gut. Dann arbeiten wir da mit Abstand, mit so einem Schaumklebeband. Das zeige ich euch auch mal einmal gerade. Das gibt es auch beim Action, gibt es aber auch beim Teddy, beim Wooly. Ja. Das Einzige, was ich euch empfehlen würde, nehmt nicht das Heimwerkerband, das fettet durch. Nach, keine Ahnung, unterschiedlich langer Zeit. Das habe ich jetzt nicht feststellen können, wann. Ich kann euch nur sagen, das. Und das ist dann richtig ärgerlich, wenn man dann halt diese Streifen sieht. Ich glaube, ich habe das mal vor einiger Zeit in einem Video gezeigt, wie das dann ausschaut. Das war einfach sehr unerfreulich. Ich zeige euch das Foto von den Klebetapes, die es im Action gibt. So, und dann schneide ich jetzt, ich hoffe, das war jetzt genug Zeit. Ihr wisst ja, ich bin erstens immer sowieso ungeduldig und zweitens habe ich immer wenig Zeit. Das ist eine Krankheit bei mir. Guck mal, hier habe ich schon was gefunden, was ich gleich als Mattung zuschneiden kann, sofern ich das machen möchte. Jetzt schneide ich das erstmal zu. Die brauche ich noch. Ja, die brauche ich noch, ne? Ich packe sie trotzdem mal einmal. Wie auch immer. Verschließe sie. So, ich möchte, wenn ich hier mit meinem Finger das bündig anlege, schneide ich genau an der Kante entlang und schneide nicht das Washi ab. Und jetzt kann ich mit dem rechten Winkel arbeiten und abschneiden. Achso, das Washi habe ich gar nicht um die Ecke geklebt, aber ist auch wurscht, muss man auch gar nicht. Hier, das habe ich jetzt auch nicht um die Ecke geklebt, kann ich noch machen. Nee, mache ich nicht, weil es zum Teil auf dem Papier drauf klebt. So, ich lege wieder an. Im schlimmsten Fall schneidet ihr euer Washi-Tape ab. Also dann habt ihr halt das quasi nicht mehr um die Ecke geklebt und dadurch gesichert. Das sieht gut aus. Gesichert. Ich packe die Backmatte jetzt mal weg. Dann denke ich darüber nach, welche Karte ich nehme. Ich glaube, dass ich vielleicht wieder Kraftpapier nehme. Also bei sowas finde ich Kraftpapier tatsächlich sehr schön, weil es Ruhe reinbringt und nicht nochmal eine Farbe ist. Man könnte auch eine weiße Karte nehmen. Würde mir das gefallen, dass wir mal als weißen Hintergrund. Nee, wir nehmen Kraftpapier. Also sei denn, es gefällt mir gleich nicht. Und dann zeige ich auch direkt, das ist auch, gibt Sets beim Action, aber natürlich auch bei den anderen. Und ihr könnt euch das natürlich aus einem DIN A4-Block, die es auch bei Action, Teddy und Co. gibt, selbst zuschneiden und selbst falten. Ne? DIN A4 auf DIN A5 schneiden und dann falten. Und dann könnt ihr bei einem DIN A4-Blatt sogar entscheiden, ob ihr es so teilt oder so. Das heißt, ob ihr die Karte, also wie rum ihr die Karte aufklappen wollt. Also da habt ihr dann nochmal verschiedene Möglichkeiten. Zeige ich euch mal, was ich meine, also beziehungsweise was ihr da kaufen könntet. Und ich hoffe, dass ihr gar nicht viel kauft, sondern einfach das, was ihr habt, bereits benutzt. Gucken wir mal gerade mit oder ohne Mattung. Da
Dadurch, dass wir jetzt hier so einen Rand haben, fände ich es auch schön, hier so einen Rand zu haben. Das muss ich mal gerade einmal gucken. Das ist relativ, ich habe bei 9,9 jetzt gar nicht so viel Möglichkeiten, weil ihr seht, dass so schon relativ wenig Rand ist. Wenn ich jetzt einen schwarzen Rand aufklebe, dann bleibt noch weniger. Wenn ich einen gleich großen Rand haben will wie hier, dann muss ich von der Karte noch was abschneiden. Das mache ich jetzt auch. Ich schneide nicht dort ab, weil ich dieses Stückchen nicht noch verkleinern möchte. Das heißt, ich schneide hier und hier ab und schneide es mal auf. Jetzt gucke ich mir mal den Rand an. Wie groß ist der? Wie viel Millimeter hat der? Ja, 3 würde ich schon fast sagen. 3, das wären 6. Und dann will ich noch 4 zum Rand. Also einen Zentimeter muss ich insgesamt von DIN A4 weg haben. Das heißt, ich schneide auf 9,5. Ah, beschichtetes Papier. Müsst ihr mal gucken, ob eure Schneidemaschine das mitmacht. Meine hat sich jetzt im ersten Schritt gewehrt und hier sind es dann 13,8. Langsam schneiden hilft, ne? Als Tipp. Dann gar nicht so rupsch, sondern langsam schneiden. Man kann das Schneidemesser besser greifen. Jetzt gucke ich mal gerade, ob meine Theorie überhaupt stimmt. Das macht erstmal einen guten Eindruck. Jetzt können wir erstmal hier das zuschneiden. Was wir noch zusätzlich wegschneiden, ist immer die leichteste Übung. Ich orientiere mich jetzt so, dass ich den Sticker nehme, mir die Breite des Randes angucke, ich zeige euch das mal, und hier ungefähr die gleiche Breite anlege und dann einen Bleistift nehme und, Dankeschön, mir an den anderen Seiten einzeichne, wo ich schneiden muss, da und da. Und dann prüfe ich noch mal einmal nach, ob das pusht. Das macht einen guten Eindruck. Und dann klebe ich das auf das schwarze, auf das anthrazitfarbene Papier. Das ist übrigens ein Block vom Teddy, den ich sehr, sehr gerne mag, den es bei mir, bei meinem Teddy immer gibt, und ich zeige euch mal das Foto, wie der Block ausschaut. So, wenn das alles so läuft, wie ich mir das vorstelle, müsst ihr während meines Urlaubs gar nicht auf mich verzichten, weil ich in letzter Zeit einige Videos gedreht habe, aber nicht geschafft habe, sie online zu stellen. Es kann aber auch sein, dass ich im Urlaub, also wenn ich gleich tatsächlich irgendwann angekommen bin, sage, nö, ich habe jetzt Urlaub und ich arbeite jetzt nicht. Dann hört ihr vielleicht dann auch 10 Tage nichts von mir hört oder seht. Aber damit rechne ich nicht, weil ich das ja fast fertig habe. So, jetzt ist die Frage, wie platziere ich das? Ich kann das hier, ich glaube, ich mache das genau so dahin. Finde ich lustig, weil ich dann hier so, eigentlich erkennt man fast gar nicht, dass es Washi-Tapes sind, ne? Und hier hätte ich das sogar erst und dann das Washi-Tape drauf. Sehe ich aber jetzt erst. Weil mir das nicht gefällt, dass hier eine Spitze zu sehen ist. Hätte ich das Washi-Tape drauf haben wollen. Ich habe die Spitze sogar extra so geklebt, damit ihr seht, das hätte nämlich gepasst bei mir, weil es ein rechter Winkel war. Aber ich wollte euch zeigen, dass man es so machen kann. Ich sage euch jetzt, wenn ihr keinen rechten Winkel habt und so eine Situation habt, klebt das Band dann erst drüber. Ich glaube, das ist harmonischer für das Auge. Ich finde, da passt es perfekt hin. Und jetzt haben wir eine sehr schöne Geburtstagskarte und die werde ich auch direkt verschenken, weil eine liebe Nachbarin heute Geburtstag hat. Okay? Ich hoffe, euch gefällt die Technik. Ich hoffe, ihr probiert sie aus. Jetzt könnt ihr tatsächlich jeden
noch so kleinen Schnipsel theoretisch verwerten, aufbewahren, wie auch immer. Ich habe hier noch so einen lustigen Luftballon, der mal bei einem Projekt durch die Gegend geflogen war. Und ich gedacht habe, bevor ich den jetzt neu ausstanze, aber nein. Ah doch, hin rein, wir kleben ihn rein. Ich dachte, bevor ich ihn lange suche, stanze ich einfach neu aus. Und wenn ihr sowas noch in Anführungsstrichen niedlicher gestalten wollt, dann macht ihr da eine Schleife dran. Gezeichnet mit einem Band. Dann wirkt das Ganze noch mal plastischer. Und ihr könnt natürlich, das geht immer, gerade wenn ihr mit Washi-Tape arbeitet, ist es perfekt dafür, dann auch einfach nochmal, da nehme ich jetzt nicht die Ballons, weil die Ballons, wir haben jetzt hier den Ballon, sondern wir nehmen das Blaue. Nur das versteckt sich genau gerade vor mir. Aber das akzeptiere ich nicht. Das klebe ich hier einfach drauf. Parallel zum Rand. Klappe das jetzt nicht um die Ecke, weil ich das ja nicht aufklebe. Das heißt, das schneide ich einfach tatsächlich nur ab. So, dann viel Spaß beim Nachbasteln. Ich tue jetzt nochmal meine Pfoten weg. Dann könnt ihr besser einen Screenshot machen. Ich hatte noch, wer auf das Vorschaubild vom letzten geschaut hat, gesehen, dass ich die Reste, die ich noch rumliegen hatte, einfach zu einer dritten Karte noch verbastelt habe. Nämlich die hier. Muss gerade selbst überlegen. Doch, das war die dritte, die ich dann noch nachträglich gebastelt habe mit so einem schlichten Grüße. Weiß ich gar nicht, wer von euch das wahrgenommen hat. Kommentiert hat es niemand. Da haben wir mal geschrieben, ich finde beide Karten toll. Da habe ich euch quasi an der Nase rumgeführt. Ansonsten kann ich euch nochmal darauf hinweisen, dass bis zum 30. Juni noch die Challenge zu dieser Karte läuft. Fähnchen selbst erstellen und zu einem Muster zusammenkleben. Ich habe schon die ersten Beiträge zugeschickt bekommen. Ich habe mir jetzt diesmal die Zeit genommen, einfach nur einen Smiley oder einen Kussmund zurückzuschicken, damit ihr wisst, die Mail ist angekommen. Das hat aber schon die eine oder andere irritiert. Ich habe immer noch nicht, also ich würde vorschlagen, diejenige, die gewinnt, mit der verhandle ich, was sie bekommen möchte, ob sie Zugriff auf Action hat oder nicht und ja, ob ihr irgendwas fehlt, ob sie irgendwas nicht bekommen hat, was ich zufälligerweise habe. Wir machen den Preis tatsächlich individuell. Ich weiß nicht, wie wichtig es für euch ist, dass ihr wisst, was ihr gewinnen könnt. Aber ich dachte mir, das ist vielleicht nicht die Hauptmotivation für euch. Und beim nächsten Mal, das verspreche ich euch jetzt, gibt es dann tatsächlich ein großartiges, was heißt beim nächsten Mal, also nach dem Urlaub, da werde ich für euch ein fantastisches, also ich behaupte, es wird fantastisches Foilflocken-Video machen, weil ich habe so viele Sachen, die ich mit euch ausprobieren will, wo ich selbst so neugierig bin. Welche Technik findet ihr denn besser? Die letzte Washi-Tape-Design-Papiertechnik oder eher sogar diese? Ich freue mich über eure Rückmeldung. Bis dann.